meine Lieben, ich habe heute was ganz Tolles für euch und zwar einen Splitschneider. Damit schneiden wir uns jetzt unsere Haare. So, dieses schöne Teil wollen wir jetzt genau unter die Lupe nehmen. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ihr kennt das, man hat einfach keine Zeit zum Friseur zu gehen. Wenn ich dann abends zu Hause bin, kann ich mir vielleicht mit dieser Maschine jetzt einfach mal die Splits schneiden und das wollen wir jetzt zusammen testen. Ich habe dieses Gerät im Januar auf Amazon gekauft für ca. 60 Euro und es lag jetzt die ganze Zeit zu Hause rum und ich dachte so, ey, warum hast du es eigentlich jetzt bis jetzt noch nicht benutzt? Also ich kam noch nicht dazu und jetzt würde ich sagen, machen wir eine First Impressions auf einen Splitender. Das heißt, dieses Gerät soll Spliss schneiden. Also jetzt nicht Spliss im Sinne von, schneid mir mal die Enden ab, sondern Spliss in Form von das, was hier zwischen diese Spliss ist. Also nicht die Länge, sondern halt auch in den Zwischenräumen der Spliss soll abgeschnitten werden. Dieser Trimmer kommt mit einer Tasche, mit einer Bürste, zwei Haarklammern, eine kleine Reinigungsbürste, einem Akku-Aufladegerät, das habe ich schon aufgeladen. Hier hat man die Möglichkeit, ein Achtel zu trimmen oder ein Viertel zu trimmen. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber ich lasse jetzt die Ein-Viertel-Variante drin. Also das kann man hier einfach so rausmachen, dann wieder reinstecken. So, ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wann ich das letzte Mal beim Friseur war. Ich überlege gerade, aber es ist schon ziemlich lange her. Es ist über Monate müsste das her sein. Und natürlich hat sich da ein bisschen Spliss, ein bisschen mehr Spliss angesammelt. Und Leute, dieses grüne... Na egal. Um den Spliss zu entfernen, muss man jetzt natürlich die Sections hier einteilen. Und das Gerät ist so konzipiert, also die Richtung, in der du arbeitest, muss immer nach unten schauen. Also wir arbeiten jetzt nach so und das muss dann nach unten schauen. Und ich glaube, hier oben brauche ich nicht anfangen, weil da habe ich keinen Spliss. Aber so in die Längen. Und ich habe gerade ziemlich dolle Angst, dieses Gerät zu benutzen. Also ihr seht das, was so sozusagen hier so absteht. Dieses Spliss, wo man halt mit der Schere nicht so gut rankommt. So, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und ich würde euch auch empfehlen, die Glocke zu aktivieren, weil dann kriegt ihr auf jeden Fall definitiv Bescheid, sobald mein Video online ist oder sobald ein neues Video online ist. Man sollte übrigens über jede Strähne dreimal fahren, langsam und jetzt nicht wie ein Glätteisen. Also ich bin gespannt und ich würde sagen, los geht's. Bekämmen. Okay. Also, warte mal kurz. Also, bevor ihr natürlich mit der Behandlung jetzt anfangt, sollte das Haar frei von Ölen, frei von Shampoo, frei von Haarspray, am besten frisch gewaschen sein und einmal richtig schön trocken geföhnt. Also, ich habe die ganz normal zu Hause einmal kurz geföhnt. Und Leute, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr durch eure Haare fahrt und eure Haare bleiben da drin hängen, weil dieser Spliss einfach... Und jetzt hier auf dieser Seite, ne, das ist seidenweich. Ich bin gerade im Schock, also... Ich bin schockiert. Aber ich mache jetzt mal die Seite zu Ende und dann gucken wir uns das gleich nochmal genauer an. Ohne Scheiß. Es kann nicht sein, dass das Haar... Also, das ist echt heftig. Das fühlt sich seidenweich an. Im Vergleich zu dem... Wahnsinn. Und hier zeige ich euch das gleich nochmal vom Nahen. Das ist einfach nur so ganz wenig diese Minispitzen abgeschnitten. Und ich bin gerade richtig geflasht, wie gut das eigentlich funktioniert. Hier gibt es übrigens noch so einen Knopf, da kann man locken und anlocken. Ich habe jetzt Unlock. So, und dann kannst du es hier locken wieder. Dann kann sich das nicht öffnen. Und dann... Nee, schlechter Specht. Ich bin richtig
gerade angetan. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich glaube, das ist natürlich ein China-Gerät. Ne? 60 Euro war jetzt auch nicht gerade billig. Aber ich wollte es einfach wissen. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt. Wenn ihr mir auf Instagram nicht folgt, dann dürft ihr das natürlich gerne tun. Ich würde mich freuen. Was für Geräte ich für euch testen soll. Da sind noch so ein paar andere Produkte gekommen, aber ich wollte wirklich so ein First Impressions davon machen. Und ja, ich mache das jetzt einfach mal zu Ende. So, meine Lieben, nachdem ich jetzt hier 5 Minuten an der Seite gearbeitet habe, also wie gezeigt, einfach hier so runterscrollen. Also das Ergebnis, würde ich jetzt sagen, ist... Ich bin richtig angetan. Also das Haar fühlt sich definitiv weicher an. Dieses eklige, sprissige Gefühl in den Spitzen ist definitiv weg. Und ich weiß aber nicht, ob ihr jetzt hier einen Unterschied erkennen könnt. Also hier seht ihr schon mal auf meinem Shirt, sind hier überall kleine Enden. Die zeige ich euch jetzt hier auch nochmal vom Nahen. Hier seht ihr ganz genau, was sich an einer Seite an Spliss gesammelt hat, beziehungsweise was das Gerät alles entfernt hat. Und wenn ich jetzt durch die andere Seite fahre hier, guck mal. Meine Finger bleiben da an diesen ekligen... das bleibt so hängen. Das ist einfach dieses eklige Gefühl. Ich bin begeistert und das Ding ist definitiv Ebro getestet. Das Ding ist testet bei Ebro und hat an den Test definitiv bestanden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage für 60 Euro. Das ist natürlich nicht wenig Geld, muss ich jetzt by the way sagen. Ich denke, das lohnt sich schon wirklich für die Leute, die einfach keine Zeit haben, zum Friseur zu rennen. Ich weiß jetzt nicht, was ein Splissschnitt normalerweise kostet, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Gerät funktioniert, weil sonst hätte ich es wirklich schon eher ausgepackt, weil es liegt schon, wie gesagt, seit Januar hier rum und... Warum habe ich es nicht schon eher getestet? Ja, ich ärgere mich gerade so ein bisschen. Also ich glaube, auch wenn dieses Grüne hier unten jetzt auch noch weg wäre, Leute, ich würde 3 Kreuze, wenn das vorbei ist, weil es ist einfach nicht meins. Ich will einfach nur noch meine Haarfarbe zurück und ich traue mich aber nicht zu schneiden. Also das müsste ja schon dann so ein Stück ab, ne? Und ihr sagt ja aber, ja, Ebro, dann färbst sie doch einfach. Nein, das ist ja gerade das, was ich nicht möchte. Ich möchte... meine Naturhaarfarbe haben und ich möchte nicht mehr färben. So, ihr Hübschen, jetzt nochmal ein abschließendes Fazit. Ich bin begeistert. Falls ich es, wie gesagt, nochmal im Internet finden sollte, poste ich es euch in die Infobox, weil auf Amazon finde ich es leider nicht mehr. Aber ich denke, es gibt auch bestimmt ein ähnliches Gerät, was so aussieht wie das hier. Also es kommt auch übrigens in dieser Verpackung, habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Ganz schön groß. Toll, 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 toll. Ich werde dieses Gerät, denke ich, so einmal im Monat, denke ich, macht das schon ganz Sinn, wenn man das dann benutzt, damit man dann halt nicht diesen Spliss bekommt. Ich hatte das zum Teil sogar so, dass ich an einem Haarende, dass sich das nicht nur zu 2 gesplisst hat, sondern zu 3. Also so... Piu, 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 piu. Und manchmal habe ich mich immer gewundert, warum kriege ich immer so viel Spliss, obwohl ich... weder Sprays benutze, obwohl ich keine Gels benutze, obwohl ich nichts benutze. Also ich benutze halt ab und an mal so ein Kokosöl, aber warum kriege ich immer so viel Spliss? Und vor allem auf der rechten Seite. Ich habe überlegt, recherchiert, überlegt, woran könnte es liegen, dass ich immer auf der rechten Seite mehr Spliss habe als auf der linken. So, ich habe die Antwort für euch. Und zwar hat es echt lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Vielleicht liege ich auch falsch, aber vielleicht könnt ihr mir das sogar bestätigen. Wenn ich meine Haare offen habe, das habe ich übrigens lange nicht mehr jetzt gehabt. Mami Dutt kennt ihr, ne? Ich trage eigentlich immer nur noch Mami Dutt, weil Hamza auch immer an meinen Haaren reißt. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist meine Handtasche. Also die Handtasche, die habe ich ja immer hier drüber und dann klemmt es immer hier die Haare so weg. Und dann brechen die hier ab, Spliss entsteht und es sieht einfach nur hässlich aus. Und deswegen... Handtasche und auch diese Schultertasche für die Babytasche, auch genau dasselbe, ist einfach für den Arsch. Ich beneide manche Männer, die einfach keinen Spliss haben oder diese Sorge nicht haben. Versteht ihr, was ich meine? Nicht nur das Herz der Frau kann kaputt gehen, sondern auch die Haare einer Frau. Also die Frau ist so zierlich und so empfindlich, dass sogar die Haare einer Frau kaputt gehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. So, ich freue mich, dass ich jetzt splissfreies Haar habe. Meine Videofrage für heute ist, wann wart ihr das letzte Mal beim Friseur und was habt ihr machen lassen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meine letzten beiden Videos euch nochmal anschaut. Das eine ist, hier hat mich Sami eingekleidet, also nach seinem Geschmack, das müsst ihr euch reinziehen. Und hier einmal der Mitvlog und natürlich mein Abonnier-Button, ich würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Einschalten, bis dann.